Freitag, 19.30 Uhr, das sind Swiss Youth TV News. Der Sport und die wichtigsten Meldungen aus der Schweiz, heute mit dem Lukas Dritten. Guten Abend miteinander. Wir bleiben bei uns in der Region Solothurn. Und zwar geht es um die Diskussion über die längeren Öffnungszeiten. Seit ein paar Jahren ist schon der Ruf nach längeren Öffnungszeiten oder die Ausdehnung der Polizeistunde und ist jetzt in einem Entwurf vom Wirtschaftsgesetz vom Kanton Solothurn in die Vernehmlassung gegangen. Die ist jetzt abgeschlossen und die Meinungen der einzelnen Parteien gehen doch relativ fest auseinander. Zum Beispiel die SP und die Grünen, die sagen ganz klar, nein, das ist für die Arbeitnehmer nicht zumutbar, als sie noch länger in den Verkaufsgeschäften stehen müssen und vielleicht auch sogar am Sonntag. Auf der anderen Seite, die Arbeitgeberverbände finden das natürlich auch eine gute Sache, dass die Läden länger offen sein dürfen. Eine Konsenssuche ist in diesem Fall schwierig, wenn die Hälfte dagegen und die Hälfte dafür sind. Wie merkt so, der Auftrag vom Solothurner Parlament ist bereits im Jahr 2010 gekommen. Wir schauen dort die Weiterentwicklung an. Vielleicht können wir ja schon bald länger shoppen. Englisch in der 5. Klasse. Nach der Sommerferien heisst es für alle neuen 5-Klässler Englisch lernen. Der ganze Kanton Solothurn führt ab der 5. Klasse den Englischunterricht ein. 2 Lektionen in der Woche lehren also unsere Solothurner Kinder gleich wie in 5 anderen Schweizer Kantonen jetzt Englisch. Das heisst, sie haben schon in der Primarschule 2 Fremdsprachen, nämlich Französisch und Englisch. Die zusätzlichen Lektionen produzieren natürlich auch viel Kosten. Wer die nachher schlussendlich muss tragen, das ist noch nicht ganz klar. Dann gehen wir nach Olten. Der Oltener Strassenstrich an der Haslistrasse ist berühmt und berüchtigt. Die Stadt Olten will jetzt das einschränken. Und zwar soll zwischen morgen um 5 Uhr und abends um 8 Uhr keine Prostituierte mehr auf dieser Strasse stehen. Der Grund dafür sind Schüler und Familien, die den Tag durch die Strasse frequentieren und von dem Anblick der Prostituierten könnten gestört werden. Der Stadtrat will mit diesem Gesetz vor allem Sicherheit fördern. Und noch ganz zum Schluss haben wir wieder ein bisschen Schnee bekommen in unserer Region. Das heisst, der Frühling noch ein bisschen auf sich. Lass warten. Das Ausführliche zu unserem Wetter im Anschluss an die News-Sendung. Und wir gehen ein bisschen weiter weg in die ganze Schweiz zum Lukas. Und natürlich auch in der Schweiz ist diese Woche so einiges gelaufen, mit einiges wieder erfahren. Massenunfall. Nach einem schweren Unfall im Schweizer Halbtunnel auf der Autobahn A2 diese Woche ist ein 19-jähriger Jugendlicher am Mittwochmorgen verstorben. So ist es dazu gekommen. Im Schweizer Halbtunnel Richtung Pratteln im Baseland hat sich am Dienstag oben auf der A2 in der Nacht um die 22:30 Uhr ein gravierender Unfall ereignet. Mehrere Fahrzeuge sind hier dabei ineinander reingetatscht. 3 Personen sind daraufhin schwer verletzt worden und eben ein Mann ist nachher am nächsten Morgen am Spital gestorben. Schweizer Pass. In Zukunft soll es schwieriger werden, den Schweizer Pass zu bekommen. Der Nationalrat hat das diese Woche im Parlament beschlossen. Man muss also jetzt eine grössere Hürde überspringen, um Schweizer zu werden oder um eben den Schweizer Pass zu bekommen. So soll jemand ohne Niederlassungsbewilligung oder ohne gute Sprachkenntnis nicht eingebürgert werden. Zolli in Basel. Es hat Nachwuchs gegeben in Basel im Zoo. Anfangs Monat ist dort hier nämlich ein Orang-Utan auf die Welt gekommen. Ein Baby namens Ketawa, ein außergewöhnlicher Name. 12 Tage jung ist die Kleine mittlerweile und genau nach der Geburt, nach der problemlosen Geburt, so viel hat der Zoo erzählt, ist das Publikum bereits eingeladen gewesen, das kleine Baby dürfen zu bestaunen. Und die Presse ist natürlich auch gerne dabei gewesen und hat ein herziges Foto gemacht. Takasa. Lars, was ist Takasa? Takasa, das hat diese Woche für Schlagzeilen gesorgt. So nennt sich nämlich unsere neue Heilsarmee-Gruppe, also der neue Name von unserer Heilsarmee-Gruppe, die uns in Malmö am Eurovision Song Contest vertreten. Doch der Name, wie ist der noch? Takasa, genau, gefällt nicht nur mir nicht so gut. Jetzt weiter ins Ausland zum Lars.
Und wir sind wieder einmal in Vatikanstadt. Und zwar geht es um den neuen Papst. Am 13.03. haben wir weißen Rauch gesehen über der Sixtinischen Kapelle. Und das heisst, es ist ein neuer Papst gewählt worden. Es ist nicht so lange gegangen, wie wir alle gedacht haben. Die Pilger, die auf dem Petersplatz nach, in Rom pilgert sind, sind natürlich froh, dass sie nicht so lange in der Kälte rausstehen. Und zwar heisst der neue Papst George, wenn ich richtig ausspreche, George Mario Bergoglio. Er kommt aus Argentinien. Er nennt sich Franziskus der Erste nach dem Vorbild von Franz von Assisi. Er ist der 62. Papst, das heisst das Oberhaupt von der katholischen Kirche. Gestern hat er, am 13. nach seiner Wahl, hat er nicht traditionell den Segen zuerst den Leuten auf dem Petersplatz gegeben, sondern hat zuerst die Pilger gebeten, sie ihn zu segnen, das heisst, bei Gott für ihn um Segen zu bitten. Das ist doch etwas anderes als normalerweise. Auch wenn er als konservativ gilt, erwarten wir jetzt schon ein paar Änderungen in der katholischen Kirche. Auch wenn Themen wie Homosexualität, Verhütung und weibliche Geistliche, wo nicht so sein Thema werden sind, hoffen wir, dass doch einige Änderungen kommen. Er hat jetzt als erstes bei der famosen Treffen mit dem ehemaligen Papst, dem Benedikt dem 16. angekündigt. Dann ein weniger erfreuliches Thema, nämlich der Krieg. Nord- und Südkorea bereiten beide ihre Truppen auf einen Krieg vor. Die angespannte Situation seit den Sanktionen von UNO gegen Nordkorea ist immer noch am Anhalten. Militärübungen werden auf beiden Seiten aktiv durchgeführt, auf der Seite von Südkorea, mit Unterstützung von den USA. Verhandlungen zwischen den Parteien und allgemein der Welt und Nordkorea, die sind schwer. Wir beobachten die Situation und hoffen natürlich, dass wir nicht einen Krieg haben, weil es wird dann etwa ein dritter Weltkrieg werden. Und wie schon der Albert Einstein gesagt hat, wie der dritte Weltkrieg rauskommt, das weiss er nicht. Aber beim vierten werden wir mit Stein und Stöck kämpfen. Dann noch eine ganz interessante Meldung. Und zwar hat das EU-Parlament ein Gesetz vom EU-Frauenausschuss behandelt. In diesem Gesetz ist in einem kleinen Artikel ganz, ganz prekär gestanden. Der Grundsatz von diesem Gesetz ist die Abschaffung der geschlechterspezifischen Klischees. Und im Artikel 14 und 17, die waren so ausgearbeitet, dass man sollen in ganz Europa in allen Medien Pornos verbieten. Wo aber alle Parlamentarier gesehen haben, um was es in diesen zwei Artikeln überhaupt geht, haben sie sofort gesagt, halt, stopp, Notbremse, das wollen sie selber nicht. Und haben nachher Artikel 14 ganz gestrichen und 17 entschärft. Das heisst, man kann wieder aufatmen, einmal für die, die gerne im Internet Pornos anschauen. Wir gehen weiter zum Sport mit dem Lukas. Merci Lars. Gehen wir auf den Tennisplatz. Es ist zum erwarteten Schweizer Duell gekommen, wieder einmal. Der King Roger und unser Stanislas Wawrinka haben sich wieder mal zusammen den Tennisplatz dürfen teilen. Auch das Mal ist der Roger Federer als Gewinner vom Platz gegangen. Im Viertelfinal hat hier der Schweizer der Gegner. Entschuldigung, im Viertelfinal hat nachher der Federer auf Nadal getroffen und auch das hat er allerdings verloren gestern Nachmittag. Stadion. Zürcher Eishockey- und Volleyball-Arena soll frühestens im 2019 fertiggestellt werden. Ihr seht das Bild, so wie es aussehen sollte. Ein mega Bauprojekt sei es. Viel Kosten und Platz für Komfort inbegriffen. Die ZSC Lions freuen sich aber sicherlich, in ein paar Jahren in diesem neuen Stadion zu spielen und zu trainieren. Gehen wir zum FC Zürich. Der FC Zürich macht sich den speziellen Marterauftritt im Spiel gegen FC Thun zu nutzen. Ihr könnt sicher noch, in einem der letzten Spiele ist plötzlich ein Marter über den Fußballplatz gesäckelt und der hat verzweifelt den Spieler versucht, den Marter einzufangen, ist ihm dann auch gelungen. Die Fans vom FCZ können jetzt aber nämlich T-Shirt kaufen. Und auf diesem T-Shirt ist das FCZ-Logo drauf mit zwei Marter. Gehen wir jetzt auf einen roten Teppich, respektive ins Fernsehstudio.
Genau, wir sind bei den Lifestyle News. Und zwar hat sich ein grosser Gewinner vom RTL Wer wird Millionär können freuen. Und zwar ist das der Sebastian Langrock. Er ist 36 und ist seit der Sendung von Günther Jauch Millionär. Er hat beim Jauch souverän abgeräumt die letzte Frage sogar ohne Joker beantwortet. Und das, weil sein WG-Kumpel ihm ein Buch geschenkt hat, unnützes Wissen. Und genau diese Frage ist dort nicht beantwortet worden. Er hat sich aber vorher auch schon 8 Stunden am Tag auf die Sendung vorbereitet. Das sagt er im Interview mit RTL. Und er wollte natürlich gewinnen. Was er mit seinem Geld macht, das hat er schon genau geplant. Eine Part ist, sein WG-Partner hat ein Baumhaus Projekt, das er gerne möchte starten möchte. Und das möchte er natürlich finanzieren, weil er ihm mit diesem Buch ja geholfen hat. Er bleibt aber auch als Millionär in seiner jetzigen WG wohnen, weil es ihm dort halt einfach gefällt. Wir gratulieren noch einmal und viel Spass mit 1 Million Euro. Dann gehen wir ins Schweizer Fernsehen und zwar in SRF Club. Dort war das Thema Generation Casting. Als Gast der Mark Sway, ein Juror von The Voice of Switzerland. Er hat sich dort bei Barnefragen schon fast ein bisschen um Kopf und Kragen geredet. Er hat nämlich gesagt, dass er eigentlich kritisch eingestellt sei gegen Castingsendungen, was ja The Voice of Switzerland nun mal ist. Er hat aber korrigiert, dass Voice of Switzerland eine Sendung ist, wo keine Leute bloßgestellt werden und wirklich nicht auf Tränendrüsen gedrückt werden. Wegen dem sei das für ihn kein Problem. Das heisst, die Sendung The Voice of Switzerland ist doch gar nicht so schlecht. Findet auch der Mark Sway. Und zu einer Meldung, wie könnten wir auch anders sein bei uns in den Lifestyle News, zum Justin Bieber. Und zwar sind wir im Bieber Fieber. Nicht nur gute Zeiten hat Justin Bieber in der letzten Zeit gehabt. Die Trennung von seiner Freundin Selena Gomez. Seine Fans sind sauer auf ihn, weil er sie hat warten am Konzert. Und jetzt ist noch sein Hamster gestorben. Er hat den Hamster in die Ferien gegeben, zu einem selbsternannten Superfan von ihm. Und jetzt ist sein Maskottchen tot. Wer schuld ist an diesem Tod, ob das die Ferienmutti war, das ist noch nicht ganz geklärt. Auch die Todesursache ist unklärt. Wir wünschen aber am Justin Bieber alles Gute in dieser schwierigen Zeit und gute Erholung. Mit dem gehen wir aus dieser News-Sendung heute vom 15. März. Das wäre es bis nächste Woche. Schönen Abend zusammen. Herzlich willkommen zum Swiss Youth TV Wetter. Wir starten ins Wochenende mit gleich winterlichen Temperaturen und Aussichten wie auch heute schon den ganzen Tag. Wir haben Schnee beim Maximalwert von 8 Grad bei uns im Mittelland. Dann wird es am Sonntag wieder ein bisschen milder. Der Schnee wird sich zu Regen wandeln und so zieht sich das auch die ganze Woche durch. Es wird immer ein bisschen wärmer. Am Donnerstag und am Freitag richtige milde 10 und 12 Grad bei Sonnenschein bei uns in der Schweiz. Das heisst, wir hoffen wieder auf einen schönen, warmen bzw. milden Frühling. Und es heisst, nicht verzagen und einfach abwarten. In diesem Sinne, schönen Abend zusammen.